Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem etwas besonderen Video, nämlich einem Vergleich zwischen F1 2020 und 2021, und ich habe mir die Strecke Catalunya hier in diesem Vergleich mal geschnappt, um mal zu schauen, worin sich die beiden Fahrzeuge unterscheiden. Wir haben das Standard-Setup und es fällt auf der Start-Ziel-Geraden tatsächlich auf, dass wir beim 2020er Fahrzeug die Bremszone etwas früher erreichen. Bedeutet, wir haben einen etwas höheren Top-Speed-Wert und auch in den folgenden schnellen Kurven ist das 2020er Auto ein bisschen schneller. Das ist auch ein bisschen weniger untersteuernd tatsächlich eingestellt, aber hier sieht man insbesondere beim Exit der Kurve, da sind wir mit dem 2020er Auto einfach deutlich früher schon durch die Kurve durch. Da sehen wir auch links, sind die Verbremser vielleicht ein bisschen, zumindest optisch, prägnanter, rechts ein bisschen entspannter, aber das Auto rechts, also das 2021er Auto, das kann durchaus in langsameren Kurven ganz gut mithalten. Jetzt haben wir wieder eine schnelle Kurve gehabt und das 21er Auto hat immer noch ein bisschen Rückstand, aber wenn es jetzt in den letzten Sektor geht, das ist quasi der Punkt, wo das aktuelle Spiel ein bisschen scheinen kann, denn das Auto ist zwar nervöser in schnellen sowie auch langsameren Kurven, aber wenn man die Runde wirklich mal hinbekommt, dann ist das Auto halt tatsächlich auch schneller und so schafft es das Auto zuletzt sogar noch ein bisschen aufzuholen und so haben wir am Ende eine relativ knappe Runde zwischen den beiden Fahrzeugen, sehr, sehr geringen Abstand und somit haben wir nur 2,5 Zehntel Unterschied zwischen 2020 und 2021. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da, gerne Abo raushauen, ihr Lieben, und bis demnächst. Haut rein!